Bei einem Besuch in der PC Games Redaktion führte Gearbox-Gründer und Entwicklungschef Randy Pitchford stolz eine fast fertige Ausgabe der Counter-Strike-Solo-Version Condition Zero vor und stand anschließend der Kamera Rede und Antwort. Wie seid ihr auf die neuen Waffen gekommen? Da gab es mehrere Wege. Einige waren einfach Pflicht, wie die FAMAS. Schließlich haben wir die GIGN drin, die französische Spezialeinheit. Andere fanden wir einfach cool, weil wir sie zum Beispiel in Filmen gesehen hatten. Und dann gab es einige, die die Fans gerne haben wollten. Ausgewählt haben wir die Waffen schließlich danach, ob sie sich in die Spielbalance gut einfügen oder sie sogar verbessern. Einige eröffnen sogar ganz neue Taktiken, etwa die Molotow-Cocktails, mit denen man kurze Zeit Wege blockieren kann. Warum habt ihr euch entschieden, die Bots mit den aus Counter-Strike bekannten Funkkommandos zu steuern und kein eigenes Befehlssystem wie in Operation Flashpoint einzubauen? Wir haben uns einige andere Spiele angeschaut und herausgefunden, dass solche Kommandosysteme oft nur ein Ersatz für schlechte KI sind. Wir hoffen, dass unsere Bots so gut sind, dass man sie gar nicht groß herumkommandieren muss. Sie passen sich dem Spieler an, stürmen mit ihm los oder bleiben in Deckung, wenn der Spieler defensiver agiert. Wie balanciert ihr die ganzen neuen Karten für den Mehrspielermodus aus? Die Designer müssen sowohl die Solo-Kampagne als auch den Multiplayer-Part berücksichtigen. Allerdings ist der Einzelspieler-Modus den Mehrspielerkämpfen recht ähnlich. Das macht es einfacher. Außerdem arbeiten wir sowohl mit der CPL der Multiplayer-Liga als auch den Counter-Strike-Entwicklern zusammen. Viele der Karten in Condition Zero werden von erfahrenen Leuten entwickelt, die schon für Counter-Strike bekannte Maps designt haben. Wo wir gerade bei den Levels sind, die neuen Karten sind dank eurer überarbeiteten Half-Life-Engine alle sehr hübsch. Wie lange denkst du, werdet ihr die eigentlich alte Technik noch benutzen können und wie weit noch modifizieren? Die Original-Engine wird gar nicht mehr verwendet. Von Zeit zu Zeit werden Elemente der Engine einfach ausgetauscht, so wie zum Beispiel die Half-Life-Entwickler vor etwa anderthalb Jahren den Netcode komplett ausgewechselt haben. Mittlerweile ist nicht mehr viel vom ursprünglichen Code übrig. Natürlich muss eines Tages ein neuer Anfang mit einer frischen Technik gemacht werden. Wann das genau sein wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass wir mit der momentanen Technik noch einige Jahre auskommen werden. Randy, wann wird Gearbox den kostenlosen Patch für Counter-Strike veröffentlichen, der das Programm auf den Stand von Condition Zero bringt? Und welche der neuen Features werden enthalten sein? Noch bevor Condition Zero im Laden steht, werden wir Counter-Strike patchen, sodass die beiden Programme voll kompatibel sind. Die Counter-Strike-Spieler bekommen einige der neuen Features, aber natürlich nicht alle. Den Solo-Part, manche Neuerungen der Engine, einige Grafiken und Charaktere bekommen nur die, die Condition Zero kaufen. Im Mehrspieler-Modus werden Counter-Strike und Condition Zero mit dem Patch aber fast dasselbe Spiel sein. Kannst du uns ein Beispiel für die Bonus-Games und Easter Eggs geben, die ihr im Spiel versteckt habt? Wir haben einiges im Spiel versteckt, aber ich möchte die Geheimnisse nicht schon jetzt enthüllen. Das verdirbt irgendwie den Spaß an der Sache. Aber ich kann sagen, dass die Leute, die Counter-Strike online gespielt haben, einiges wiedererkennen werden. Muss man dazu schon lange Counter-Strike-Fan sein? Belebt ihr vielleicht einige alten Features wieder? Ja, da gibt es ein paar Dinge, die die alten Fans sicher schätzen werden. Gibt es noch etwas, was du den Zuschauern mitgeben willst?
Eines ist für uns momentan schwer. Wir entwickeln ja Condition Zero schon eine ganze Weile und spielen es andauernd im Team. Und wenn wir dann hin und wieder auf einem alten Counter-Strike-Server im Internet zocken und diese uralte Grafik sehen und die Karten, die wir schon tausendmal gespielt haben, wir freuen uns wirklich darauf, Condition Zero endlich im Internet zusammen mit all den Fans zu spielen. The community and I know everyone at Gearbox is really looking forward to playing the game with everyone else in the world.